Hallo, liebe Knobelfreunde, heute mal hallo von hier unten, denn es soll hier gar nicht um mich gehen. Es ist nicht wichtig, mich hierbei zu sehen, denn wir packen wieder Knobelboxen aus. Und zwar, das macht Flecke. Und zwar von den letzten 3 Monaten. Es kam mir einiges dazwischen, zum Beispiel Umzug, andere private Dinge. Aber genug rausgeredet, wir fangen mit der, jetzt muss ich mal überlegen, Februarbox an. Februar, März, April? Ja, Februarbox. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Die nächsten Videos werden dann wieder rechtzeitig kommen. Und ich habe die schon mal an der Seite geöffnet. Und so sieht das Ganze mal wieder von innen aus. Mit wunderschönen Brief. Und natürlich mit dem ganzen Kram, der hier draufsteht, was da drin ist. So, und zwar haben wir hier drin ein 3D-Puzzle-Marble-Cube. Ja, ein neuer Würfel. Happy Cubes, Normalpreis 2,85. Dann ein 4x4-Zauberwürfel. Ja, Würfel! 4x4 von Cubicon, Normalpreis 11,95. Ein Pyramiden-Puzzle aus Holz zum Normalpreis von 9,90 €. Und ein magisches Hufeisen aus Metall. Da bin ich mal gespannt. So. Hier haben wir wieder Denksportaufgaben, wie immer. Und der Aufkleber, der auf die wunderschöne Pappkiste drauf kann, um den Adresskleber zu überdecken. Den mache ich auch mal zur Seite. Denksportaufgaben im Februar haben wir hier. Kaffee mit Milch, Quadrat mit 5 Punkten, Centspiel. 8 Milliarden und ein bisschen. Was macht diese Zahl zu einer ganz besonderen, einmaligen Zahl? Ah ja, was haben wir hier noch? Hier kommen natürlich wieder die Lösungshinweise. Dann ist hier Flucht über die Brücke. Schauen wir mal, ob ich das hinkriegen werde. Also, ich schaue das. Aber wir machen erstmal den Inhalt dieser wunderschönen Box auf. So, weg mit dem Müll. Und es sieht nach recht wenig aus irgendwie. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Marble Cube an. Ja, zur Seite damit. Und ausgepackt das Ding. So, Marble Cube. Aha. Was ist das? Oh, das ist ja süß. Pass mal auf, das hier kann man nämlich hier so rausmachen. Zack, zack, zack. Dann kann man sich daraus einen Würfel bauen. Und wir haben leider nur ein paar Teile. Ah, da kriegen wir auf jeden Fall einen kleinen Würfel mit hin, würde ich sagen. Wenn man wüsste, wie man anfangen soll. Ich würde sagen, so vielleicht. Und nee, das passt, glaube ich, nicht so gut. Obwohl, wenn man es umdreht, passt es. So, rein damit. Das könnte, nee. okay. Der könnte hier hin. Das passt ja wieder vorne und hinten nicht. Obwohl doch. Nee, doch nicht. Das passt wieder nicht. Das passt auch nicht. Auf jeden Fall muss man den so irgendwie als Würfel dann zusammenkriegen. Ich probiere das nochmal. Hab ja die Anleitung direkt neben mir. Ich glaube, ich hab's. So, jetzt haben wir einen kleinen Würfel. Wenn man noch mehr davon von den Dingern hat, kann man natürlich allerhand Sachen damit anstellen. Ihr seht es hier. Aber gut, kommen wir zum nächsten. Und zwar packe ich mir diesmal das Holzspiel. Und muss das erstmal aufkriegen. Na komm, ich habe doch lange Fingernägel. So. Und da fällt es auch schon auseinander. So war das drin. So. Hier haben wir noch einen kleinen Zettel mit der Lösung natürlich. Und das kann man hier auf jeden Fall so auseinandernehmen und muss daraus
logischerweise wieder eine Pyramide herstellen. Kann man ja mal probieren. Ich glaube, das ist eh schon falsch. Ich habe es gerade erst auseinandergebaut und zerstöre es komplett. Das könnte hinhauen. Und ich glaube, das war auch irgendwo unten. Aber so nicht, meine Lieben, so nicht. So vielleicht. Nein, dann ist hier ja eine Ecke frei. Schon verkackt. Okay, dann vielleicht so, so. Dann passt das hier wieder nicht. Ist gar nicht so einfach. Dabei habe ich es gerade erst auseinandergenommen. Ich glaube, das dauert noch eine Weile, bis ich da den Dreh raus habe und weiß, wo was reingesteckt wird. Aber wir haben ja eine Anleitung. Teil D kommt auf jeden Fall hier hin. Teil C ist das hier. Das sieht hier völlig anders aus als da irgendwie. Aber muss dann wahrscheinlich so rein? Nein. So muss das rein. Haha. Dann brauchen wir E. Nur weiß ich nicht, wie rum. So? Nein. Aber so steht es da. Oder das hier ist nicht Teil E. Oder ich bin doof. Machen wir es so. Ja, so passt es. Dann kommt Teil B. Kann das? Nein. Tada! Geht doch. Kommen wir direkt zum nächsten Teil, das magische Hufeisen. Und hier ist keine Anleitung und nichts drin. Ah, hier sind zwei Hufeisen und da drum ist ein Ring geschlossen und das muss mit Sicherheit, mit großer, großer Wahrscheinlichkeit auseinandergepflückt werden. Fragt sich nur, wie wir das machen. Hier durch das Hufeisen kannst du es ja auch nicht stecken. Okay, ich habe mir das gerade mal noch vom Nahen angeschaut und komme auf Anhieb nicht darauf, wie das zu lösen sein soll. Weil hier einfach durchziehen ist ja nicht wegen dem Hufeisen. Das geht so nicht. Vielleicht kennt ihr sowas ja. Ich habe jetzt auf Anhieb keine Lösung. Aber ich werde mich daran definitiv noch probieren. Und nun, ich will das Ganze hier ein bisschen schneller auf die Beine ziehen. Sagt man das so? Egal, auf die Beine bringen, weil wir ja diesmal drei Boxen haben. Und ich möchte ja auch nicht, dass das Video 2 Stunden lang ist. Hier ist ein wunderschöner 4x4 Würfel. Wie cool! Ich liebe Würfel, das wisst ihr ja mittlerweile. Und es wird eine schöne Herausforderung, den zu lösen. Aber ich sehe schon, wenn man die Mitte hier in einer Farbe hat, funktioniert der quasi wie der 3x3, dass das hier eine Seite ist, das hier dann aber die Mitte und das eine Seite. Die Frage ist nur, wie man die Mitte wieder herstellt, wenn der völlig durcheinander ist. Und ich werde sehr viel Spaß mit diesem Würfel haben. Sehr viel Knobelei. Das wird ein Fest.
Ja, das zur Februarbox. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Box. Da, ich muss mal kurz aufräumen. So, die nächste Box, die habe ich auch schon kurz aufgemacht, einfach damit es schneller und leichter geht und alles toll ist. So, nächste Box. Wieder mit einem wunderschönen Brief und die Anrede wieder handgeschrieben. Das finde ich ja immer so toll. Hier haben wir diesmal natürlich wieder den Aufkleber für die Box obendrauf. So, die Märzbox. Hier drin ist ein verrückter Ring für Normalpreis 8,99 €, ein Stone Cube Zauberwürfel 8,95 €, ein Mini-Puzzle Fische. Die Mini-Puzzles kennen wir wohl schon, wie ich das sehe. 1,95 € jeweils, ein Mini-Puzzle Widder und ein Ampelspiel zum Normalpreis von 7,99 €. Ah ja, das Ampelspiel ist auch unter dem Namen Verrückte 4 bekannt und kann auf drei unterschiedliche Arten gespielt werden. Interessant, interessant. Und hier haben wir Denksportaufgaben. Mal wieder die Länge des Drahts, die Schiffsglocke, die Reiskörner, der Bücherwurm und Würfelspiel. Ich lese mal das erste vor. Um einen zylinderförmigen Stab, der eine Länge von 9 cm und einen Umfang von 4 cm hat, sind genau 10 Windungen eines dünnen Drahts schraubenlinienförmig gewickelt worden. Anfang und Ende des Drahts sind an den beiden Enden des Stabes befestigt. Wie lang ist der Draht? Mathe! Und hier ganz hinten sind natürlich die Lösungen zu Februar drin. Und hier wieder die Lösungshinweise für März. Legen wir aber erstmal beiseite und öffnen die Zauberkiste. Weg mit dem Müll. Ja, sieht wieder ziemlich leer aus, aber weil auch zwei sehr kleine Teile mit dabei sind. Und ich würde sagen, die nehmen wir uns mal zuerst vor. Oh je, ich habe Angst, dass hier gleich alles umfällt. Stelle ich es da hin. Da ist es schon passiert. So, der Fisch. Ein Puzzle aus 6 Teilen. So, raus damit. Mein Sohn hat immer sehr viel Spaß mit diesen kleinen Puzzeln. Und das soll hinterher, wie man hier im Hintergrund leicht erkennen kann, so aussehen. Das hier könnte vielleicht ein. Nee, das hier ist auf jeden Fall die Schnauze. Das eventuell das Hinterteil. Das lange Teil kommt wohl hier hin. Dann haben wir ja aber noch ein kleines Dreieck. Ein kleines, kleines Dreieck. Da fangen die Probleme schon an. Wo könnte das denn hin? Vielleicht mit hier so? Nein, das ergibt keinen Sinn. Oder das kleine Dreieck kommt. Na, so. Nee, so funktioniert das auch nicht. Ah, mein Sohn wird das bestimmt wieder schaffen zu lösen. Widmen wir uns dem Widder. So, rein damit, rein damit, rein damit, rein damit. Auch noch daneben. Super. Ich kann das. So, Widder hat diese Teile und soll hinterher so aussehen. Das erste Teil ist wohl am einfachsten hier. Hier ist wieder das Schnäuzchen. Das könnte hier hinten hin. Ja. Das vielleicht hier so und das dann. Nein. So wird das doch nichts. Hier ist auch so eine Abrundung, die hier am Rand allerdings nicht zu sehen ist. Irgendwas mache ich falsch. Na gut, kommen wir zu den spannenderen Dingen. Rein damit, rein damit, rein damit. So, wir haben hier nämlich noch ein Holzspielchen.
der sich auch erstmal aufkriegen muss. So. Wo geht das denn jetzt auf hier? Da. Da geht es auf. Und muss nur noch rauskommen. So, das Ding hat die Schwierigkeit, wo stand es? Hier. 2 von 4. Braucht ungefähr 20 Minuten. Das kann ja was werden. Bei diesem kniffligen Spielpuzzle muss ein Ring befreit werden, auch wenn es auf den ersten Blick nicht zu gelingen scheint. Mit viel Geduld und richtigen Überlegungen gelangt man ans Ziel. Tricky Ring. Wow, guckt euch das an, wie verknotet das ist. Aber das kann man leicht rausmachen. Das ist in Ordnung. Hier sind die beiden miteinander verbunden. Ich hoffe, dass ich euch gerade das ganze Zeug alles in der Kamera gezeigt habe. Ah, hier ist der Ring, der rauskommen soll. Aber mit ein paar Überlegungen und Anstrengungen soll das möglich sein, das da rauszukriegen. Ich muss mich ein bisschen weiter vorsetzen. Nicht, dass ich dauernd außerhalb der Kamera hier rumluchse. Das muss getrennt werden. Hier läuft das Band zwischendurch. Was ist hier zu tun? Da werde ich mir noch ein bisschen mit dem Kopf zerbrechen. Schauen wir mal. Wir machen weiter mit dem nächsten. Und auch leider letzten. Aber ihr seht schon, es ist ein Würfel. Es ist ein Würfel. Ich liebe Würfel. Da ist er. Der ist so ähnlich wie der aus der Januarbox, glaube ich. Den kann man nur hier in der Mitte verdrehen. Hier an den Ecken und Kanten dann natürlich nicht. Und so geht er auch nicht zu drehen. So, jetzt geht er so zu drehen. Nur die Mittelachsen. Das kann ja was werden. In einem der Boxen war ja auch ein Pyramidenwürfel. Den kann ich mittlerweile lösen. Das seht ihr dann am Ende des Videos. Und man meint, der Würfel wäre vielleicht einfach, weil man nur die Mittelachsen drehen kann. Ja, falsch gedacht. Wo die Fläche habe ich wieder. Jetzt muss nur noch der Rest irgendwie zusammenfinden. Ja, da werde ich auch wieder eine Weile dran sitzen. Hey, 2 neue Würfel. Ich freue mich. Ich freue mich. So, das kann runter. Und wir kommen ganz fix und schnell zur Box aus dem letzten Monat. Dem Monat April. So. Und das ziehen wir... Ja, ich schmeiße hier schon wieder alles um. Das ziehen wir jetzt auch einfach raus. So, und wir haben wieder natürlich den Brief direkt oben drauf, wie immer. Und natürlich der Aufkleber. Der Aufkleber darf nicht fehlen. So, die Aprilbox. Hier haben wir drin ein Sidecube aus Bambusholz. Normalpreis 7,95 Euro. Metall Masters Puzzle für 8,90 Euro. Ein Drehkreuz für 3,95 Euro. Oh, einen transparenten Zauberwürfel. Normalpreis 15,95 Euro. Und Speedcubers Silikonspray. Nice. Das Silikonspray ist ein speziell für Zauberwürfel schnell drehen optimiertes Spray. Ja, eignet sich für Speedcubing. Sehr, sehr cool. So, da hat die Kamera aufgehört aufzunehmen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgelassen. Hier haben wir wieder die Aufgaben aus April. 5 Töchter. Steffis Vater hat 5 Töchter. Die beiden Ältesten und die beiden Jüngsten heißen Lala, Lele, Lolo, Lulu. Wie lautet der Name der mittleren Tochter? Lilly? Steffis Vater. Ne? Ihr wisst Bescheid. Das ist noch ein ziemlich einfaches Rätsel. Dann kommt noch ein Zahlenrätsel. Der rollende Ball. Ein Ball rollt einen Berg in Form eines Viertelkreises hinab. Hui. Welche Aussage ist richtig? Die Geschwindigkeit des Balls nimmt zu und die Beschleunigung nimmt ab.
Die Geschwindigkeit des Balls nimmt ab und die Beschleunigung zu. Beide nehmen zu, beide nehmen ab, beide bleiben konstant. Aha. Dann gibt es hier noch Blumen für Julia. Und was ist die nächste Bruchzahl? Ich hasse Bruchzahlen. Hier gibt es dann wieder Lösungshinweise und die Lösung für die Denksportaufgaben im März. Like always. Und jetzt wollen wir mal das Wunderpaket öffnen. Ich finde das immer schön mit dem Papier. Das ist super. So, das alles ist hier drin. Sieht schon viel voller aus als die anderen Kisten. Und hier sehe ich schon den Würfel. So, first things first. Silikonspray für den Zauberwürfel, weil man kann ja bei einigen Zauberwürfeln, okay, bei dem jetzt nicht. Den kann man nicht so leicht hier öffnen, aber dafür ist ja auch diese Spitze hier gedacht. Dann kann man hier so rein damit und dann Silikon los. Macht, glaube ich, mehr Sinn mit einem 3x3-Würfel. Silikonspray für Würfel. Super. Dann, ich lasse die Box jetzt einfach mal hier stehen, dann ist das Bild auch ein bisschen bunter. Dann haben wir hier diesen Mind Twister. Komm raus, komm raus. Zier dich nicht. Okay, hört ihr das? Da ist was drin. Und es scheint, als könnte man die hier so auseinander machen. Funktioniert aber nicht, weil von drin wohl was blockiert wird. Mal sehen. Das hat die Stufe Expert. Da, 4 schwarze Sternchen. Oh je, Mine. Und das soll zu dem werden. Das kann ja was werden. Ist es nicht dann eher Zufall anstatt Knobeln? Weil man sieht ja nicht, wie das innen aufgebaut ist. Gibt es hier noch eine Anleitung? Nein, keine Anleitung. Okay. Dann heißt es für mich wildes Rumprobieren. Bin gespannt, ob ich das Teil jemals auseinanderkriegen werde. Kommen wir zum Rollenspiel. Geh auf! Wir hatten schon mal so ein ähnliches in einer früheren Box aus dem letzten Jahr. Manchmal kriege ich ihn gelöst, manchmal nicht. Macht aber immer wieder Spaß, sich daran zu probieren. So, aber jetzt widmen wir uns natürlich dem kleinen Teil hier. Schwupp. So, das zur Seite. Das weg. Die Folie auch weg. Und haben hier so einen Holzwürfel. Und ich krieg den ja nicht mal auseinander. Ah! Okay, aber jetzt passiert es schon, dass ich den fast nicht mehr zusammenkriege. Okay, man muss den erstmal so. Ah, und dann macht man das Teil raus. Aha, so schwer ist das gar nicht. Was hat denn das für eine Schwierigkeit? Stand das hier irgendwo? Da, Schwierigkeit 3 von 4. Okay. Der kommt mir aber ziemlich einfach vor. Weil das stecke ich jetzt hier rein. Dann kommt das Teil irgendwie hinein. Nein, andersrum. Moment. Und so macht man es wieder zu. So schwer fand ich das jetzt nicht. Okay, also wenn man schon weiß, wie man den auseinanderbaut, ist es total einfach, ihn wieder zusammenzustecken. Ich finde, das hat die Schwierigkeit 1 von 4 und nicht 3 von 4. Aber hey, endlich mal etwas, das ich auf Anhieb gelöst habe. Yay! Cool. Hier ist natürlich noch die Anleitung dafür. Hups, die ich gleich mal zerreiße, ist auch gut. Ah, hier steht's dann auch nochmal. Die Lösung natürlich. Dieses Puzzle besteht aus 4 Teilen, die auseinander und wieder zusammengebaut werden müssen. Es gibt nur eine Lösung. Und die habe ich euch gerade gezeigt. So, dann haben wir hier noch dieses Metallteil. Masters Puzzle. Das ist, wenn ich mir das so anschaue, Moment. Könnte das hier sein oder das?
Eins von den beiden hat auf jeden Fall 4 Sterne dann, wenn es wirklich das ist. Schauen wir mal. Ah, das hier gehört nicht mit zum Rätsel, das ist nur zum Aufstellen von dem Teil. Dann kann man das schön irgendwo hinstellen. Und es fliegt nicht irgendwo in der Ecke rum. Und hier ist noch Band dran. Und das sollte man natürlich vorher abmachen. Das wäre von Vorteil. Und selbst daran scheitere ich schon. Ja. So. Das hier ist das gute Stück. Mit einem Dreieck und einem Ring und noch so einem großen Kreis. Das ist das hier, Stufe 4. Also auch eine der härtesten Stufen. Unbelievable. Steht sogar drauf. Und da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Ah, die Lösung ist drin. Ich probiere es aber erstmal so vielleicht. Und schon kriege ich das Dreieck hier nicht durch. Okay. Ah, der Ansatz war vielleicht nicht der verkehrteste. Aber das Dreieck kriege ich hier um den Ring auch nicht ab. Hierdurch kriege ich das auch nicht. Jetzt drehe ich das aber 1000 Mal um sich selbst. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, jetzt ist der Ring wieder alleine. Aber im Prinzip müsste ich das Dreieck eigentlich irgendwie hier durchkriegen, damit ich das ganz von der Kette kriege. Ich guck mal auf die Anleitung. So, das ist die Ausgangssituation. Den Ring soll man dann hier einmal durch. Das? Passt das hier durch? Ja, es passt hier durch. Halbwegs. Komm schon. Ich will ja auch nichts kaputt machen oder so. Ich hole mal die Kette hier durch. Dann funktioniert das, okay. Ja, dann ist der Ring immer noch nicht befreit. Ich bin selbst mit Lösung zu doof dafür. Und das Dreieck muss auch vom Ring ab. Warte mal. Das ist ja jetzt spannend. Obwohl, ich muss es einfach irgendwie schaffen, das nicht um den Ring selber drum zu machen. Pass auf. So nämlich. Dann muss das hier rum. Dann sieht es schon mal so aus wie auf dem Bild. Und das soll dann irgendwie runter. Ja, ich glaube, ich werde da eine Weile dran zu knacken haben. Aber kommen wir zu dem wunderschönen Ding. Den Ding, die mir mit am meisten gefallen. Und dieser Würfel. Schaut euch diesen Würfel an. Warte, ich fokussiere mal für euch. So, schaut euch diesen schönen Würfel an. Sieht der nicht fantastisch aus? Ist ein 5x5 sogar. Der hier ist ja nur ein 4x4. Und ach, ist der hübsch. Der lässt sich auch ganz leicht drehen. Ist der hübsch, der Würfel. Klasse. Ich freue mich schon so darauf, den Würfel zu lernen und zu lösen. Das wird ein Spaß. Richtig cool. Und ihr wisst ja, wie sehr ich auf Würfel stehe. So, das war der Inhalt aller drei Boxen. Ich kann die gerne nochmal hier schön aufstellen. So, hier die Würfel, das Silikonspray. So, und das müsste jetzt der gesamte Inhalt der drei Boxen aus den letzten 3 Monaten gewesen sein. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Teil vergessen, was noch irgendwo unter Papier liegt.
Aber das müssten die Teile, alle kleinen Rätsel aus den letzten 3 Knobelboxen sein. Und ich freue mich schon total darauf, mich damit zu beschäftigen. Und ach, vor allem freue ich mich auf diese Würfel. Er ist so wunderschön. Ach ja. So, upsi. Da schmeiße ich die Pyramide direkt mal auseinander. So, und falls ihr an so einer Knobelbox interessiert seid, ich habe in der Videobeschreibung natürlich, Videobeschreibung da unten, die Seite von der Knobelbox verlinkt. Da könnt ihr die Box im Abo bestellen oder auch eine Einzelpackung zum Probieren. Wenn ich jetzt Mist laber, lest lieber nochmal nach. Und es gibt auch Spezialboxen, die werden auf Amazon vertrieben. Zum Beispiel eine Box nur mit Würfeln und ich überlege, mir die auch zuzulegen, weil langsam bin ich echt verrückt nach Würfeln. Und, ach ja, ich wollte euch ja noch zeigen, wie ich den Pyramidenwürfel löse, weil den kann ich. Und der andere Würfel, der dem ähnlich ist, den kann ich allerdings noch nicht. Ja, da muss ich mich nochmal ransetzen. Ich habe viel zu lernen. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank an die Leute von der Knobelbox. Vielen lieben Dank, dass ich euch das wieder vorstellen durfte, dass ich ein Video dazu machen durfte und dass ich diese Boxen dafür bekommen habe. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal vielleicht auch wieder richtig. Und ja, bis dann.